Servus Busbastler und herzlich willkommen zu einem neuen Video, das euch ein bisschen Sicherheit bringen soll. Wir sind auf Lazisee, kein französischer Badeurlaubsort. Nein, auch wenn es ähnlich klingt. Genau, sondern eine Fahrsicherheitsstrecke. Genau, das ist ein Forschungszentrum für Ladungssicherung. Das ist da hinten. Und wir veranstalten ein Fahrsicherheitsevent. 2 Tage, volles Programm. Am ersten Abend treffen wir uns erstmal alle hier schön vor diesen Hallen zum kleinen, gemütlichen abends beisammensitzen, Lagerfeuer grillen, das Übliche. Genau. Und am nächsten Tag geht es dann quasi los. Genau, wir fangen an mit einem kleinen Theorieteil. Das heißt, wir werden erstmal so ein bisschen schauen, zum einen, wie verhält man sich auf der Strecke, zum anderen, was muss man wissen zum Thema Ladungssicherung, weil unsere Möbel sind ja im Prinzip nichts anderes als Ladung. Und dann werden wir natürlich noch schauen, welche Fahrmanöver werden wir machen. Und dann geht es auch relativ schnell schon raus auf die Strecke. Genau. Und dort bringen wir euch zum Schleudern, Wanken, Drehen. Hinten, vorwärts, rückwärts, das ganze Programm. Wir haben aber auch so ein paar coole Programmpunkte dabei. Wir sind uns ziemlich sicher, dass ihr nach dem ersten halben Tag wahrscheinlich rauchende Köpfe haben werdet. Und dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, da noch irgendwelche Fahrmanöver durchzuführen. Da geht es dann weg vom Schleudern, Ruckeln, Drehen, sondern hin zu, wie kann ich denn meinen Partner einweisen? Wie funktioniert das, irgendwo einzuparken auf engstem Raum? Und auch so kleine Spielchen werden wir machen. Und wir haben verschiedene Module hier auf der Strecke. Wir haben Kreisbahnen, die rutschig sind. Wir haben natürlich Bremsversuche, Vollbremsungen, Bremsen und Ausweichen. Wir haben Wassersäulen, die hochschießen. Wir haben ein paar andere Hindernisse, die verraten wir euch noch nicht. Dürfen wir nicht. Und was ich ganz spannend finde, ist die Versetzplatte. Wir fahren über diese Versetzplatte und die Versetzplatte reißt quasi eure Hinterachse auseinander. Und ja, nicht ganz. Okay. Es fühlt sich wahrscheinlich im ersten Moment ein bisschen schlimm an. Genau. Also das war bei meinen Fahrsicherheitstrainings bisher auch immer so, dass ich am Anfang dachte, oha, aber wenn man das öfter macht, dann kann man auch die Geschwindigkeit mit der Zeit steigern und dann beherrscht man das auch irgendwann. Und gerade mit so einem Riesenteil mit 2 bis 3 Tonnen oder 3,5 oder noch mehr, muss man die Massen natürlich auch irgendwie im Griff behalten. Und das ist das Tolle hier bei diesem Zentrum für Ladungssicherung. Normale Verkehrsübungsplätze haben diese Versetzplatten zwar häufig auch, aber nur für geringere Gewichte. Und wir können hier also mit bis zu 20 Tonnen Achslast drüber donnern. Das heißt, vom kleinen Dachzeltcamper bis zum großen Expeditionsmobil können hier alle mitmachen. Genau. Und das Besondere auch tatsächlich an dieser Strecke ist, dass wir mit realen Fahrgeschwindigkeiten fahren. Das heißt, wir eiern nicht mit 30 hin und dann kommt ein Hindernis und juhu und wir freuen uns und alles ist toll. Nein, wir machen das auch in schnell. Und keine Angst, euer Ausbau wird nicht kaputt gehen. Die Instructors, die schauen euch ins Auto rein, bevor es losgeht und sagen, okay, das und das und das sollte man vielleicht noch mal ein bisschen rausräumen, fixieren, zur Seite stellen. Also keine Angst, es wird nichts kaputt gehen, wenn man sich an die Einweisungen der Fahrlehrer hält. Kommen wir jetzt tatsächlich zum Kleingedruckten, weil das gibt es natürlich auch. Ihr seid versichert auf dieser Strecke. Das ist keine Rennstrecke, das ist eine öffentliche Fahrsicherheitsstrecke. Und da gilt ganz normal eure Haftpflichtversicherung. Genau. Ihr solltet im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein. Das Auto soll angemeldet sein. Das war es im Wesentlichen. Ne? Genau. Zu den Fragen zu dem Beifahrerticket. Der Beifahrer darf tatsächlich auch auf der Strecke fahren. Genau. Das bedeutet, es ist natürlich sehr wichtig, dass auch euer Beifahrer mal ein Gefühl dafür bekommt, hinter dem Lenkrad zu sitzen. Und das bedeutet, dass ihr auch da gerne untereinander euch einfach mal austauschen könnt und dass auch der Beifahrer mal eine Runde fährt. Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Event, damit man sich auch mal in Extremsituationen kennenlernt, unter kontrollierten Bedingungen mal wieder, damit, wenn es mal draußen auf der Straße zu einer ähnlichen Situation kommt, alles schon mal geübt ist. Weil genau, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann weißt du einfach, dann weiß dein Gehirn, was passiert, genau, und kann auf Erinnerungen zurückgreifen. Und das ist einfach sehr wichtig. Genug gelabert, das Wichtigste an diesem Wochenende, es soll natürlich Spaß machen. Yes! Und das steht bei uns natürlich immer ganz, ganz oben. Dann kommt die Sicherheit, dann kommt Lagerfeuer. Genau. Man weiß es nicht. Ja. Also es soll auf jeden Fall Spaß machen und es wird es auch. Schnell zugreifen. Genau. Die Tickets sind rar. Sichert euch die Tickets, der Link dazu ist unter dem Video und dann kann es eigentlich losgehen. Geht's los. Wir freuen uns auf euch. Ciao.